Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ticket Light Plus. Ja, heute machen wir weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Nämlich ein bisschen Erzgedöns. Also Kohle, Eisen, hast du nicht gesehen. Alles, was hier so in dem Gestein drinne hängt. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Wichtig war mir eigentlich nur die Kohle und was passiert. Multi nimmt alles Mögliche mit. Aber Eisen werden wir eh brauchen. Zünden werden wir brauchen. Kupfer werden wir brauchen. Wir werden alles brauchen. Ja, ob man es glaubt oder nicht. Das Einzige, was wir wohl nicht brauchen werden, ist Monazit oder wie das heißt, das Zeug. Das werden wir nicht brauchen. Also erstmal nicht. Wenn wir dann irgendwie Massfabrikator-mäßig arbeiten, Massfabrikator, dann sieht das schon anders aus. So, heute ist übrigens auch wieder Zeit für Kommentarstündchen mit Kaffee und Kuchen. Ja, und zwar für die zweite Folge einfach schon mal ein paar Kommentare, die ich hier gerade mal so habe. Zum Beispiel schreibt The Failmaster schreibt... Ja, was schreibt er denn? Der Weihmeister schreibt, mal wieder das alte Intro, das ganz alte Intro, gefällt mir. Ja, tatsächlich, das habt ihr wahrscheinlich da schon lange gesehen, weil ich das schon seit Folge 2 benutze. Ich finde, das passt einfach ganz gut. Es ist jetzt nicht das Neueste, es ist nicht das Aufwendigste, aber ich finde, es ist was Originelles. Wenn du dir dann die ganzen Intros anguckst und auch die ganzen Intro-Macher, diese... Möchte gerne Intro-Macher. Die Designer sind ja manchmal echt hochnäsig, ey. Es ist unglaublich. Weißt du, jeder Zweite ist so der Typ... Gefühlsmäßig jeder Zweite ist so der Typ von... ja, ich kenne mich mit YouTube aus. Wenn ich das sage, dann ist das auch so. Ich weiß das besser als du. Du hast zwar mehr Abos, die sind aber alle inaktiv. Und deswegen weiß ich das besser als du. Ich bin ja immerhin Designer. Ungefähr so. Ich sag jeder Zweite. Denn es gibt ja auch Leute, die fresh sind. Ich kenne auch genug Leute, die fresh sind. Also, ich sollte damit aufhören, fresh zu sagen. Das ist nämlich auch kacke. So, aber nur um das gesagt zu haben. So ist auch nur so ein Gefühl, aber so kommen mir manche Leute vor. Weißt du? Ich bin 9, ich weiß das. So, ich habe mal wieder nicht auf die Zeit geachtet. Das ist ja super. Super ist das. Ich mache einfach eine längere Folge heute. So einfach ist das. Freut euch. Freut euch. So, nice Video. Dankeschön, Dankeschön. Wann streamst du wieder? Na gut, da kann ich schlecht drauf antworten jetzt, weil es jetzt schon eine Weile her ist. Ich will aber trotzdem für die Allgemeinheit schon mal sagen, momentan, ursprünglich war ja Samstag so der Tag, wo ich dann immer streame, wo dann jeder drauf gefasst sein kann. Oh ja, da streamt Multi, da muss ich in den Bunker gehen und drei Türen verschließen. Und ja, das ist momentan noch nicht ganz so machbar, wie ich mir das gerne wünsche, das gerne gehabt hätte. Das wohl erstmal nicht. So, Erze. So. Ente ganz. Wir haben auf jeden Fall Kohlen gesammelt. Das gefällt mir. Also auf hier tun wir 8 Kohle rein und Stack. Dann tun wir 8 Kohle und Stack rein. Und auch da tun wir 8 Kohle und Stack rein. Und dann haben wir wieder fast alles Kohle verbraucht. So. Damit wir erstmal ein paar Steine machen. Und dann werden wir jetzt auch mal auf krasse Tour gehen hier. Das hier mal mitnehmen hier. Das will ich haben. Und das will ich haben. Und das will ich... Aber das... Warte, Moment. Das ist eigentlich Birkenholz. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Egal. Egal, ist nicht so schlimm. Aufforsten tun wir sowieso. Da macht euch mal keine Sorgen. Da macht euch mal keine Sorgen. Ja, ich finde, du solltest einen Bauernstil bauen. Okay, freut mich. 1457, hast du Eisen übersehen, XD? Ja, ja, ich dachte mir schon, dass sowas kam. Wobei ich genau weiß, dass es eher scherzhaft gemeint ist. Aber trotzdem, nervt mich nicht. So. Guck mal hier, was hier so mittlerweile passiert ist.
Anscheinend nicht alles. Jetzt wäre Weiler eigentlich ganz gut, ne? Wenn es das für die 1.4.7 schon gibt, dann wäre das noch eine Mod, die könnte meiner Meinung nach ruhig ins Modpack. Weil ich manchmal echt Probleme habe zu erkennen, ob das jetzt erntbar ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit meinem Farbsinn-Gedöns zu tun hat. Ich wollte es nur mal anmerken. So, die Feldhacke haben wir gerade da. Von daher kann man ja mal... So, haben wir einen ganzen Seide bekommen. Also wenn sich das jetzt nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Oh. Und Weizen haben wir gleich mal 20 Stück gekriegt, ey. Einen müssten wir sogar in der Truhe haben, da können wir gleich ganze 7 Brote machen. Oh ja, das ist schön. Schön. Pass auf, jetzt habe ich mich verrechnet, so ganz peinlich. Nee, nee. Ich dachte schon. So, das hier ist Erz. Das sah für mich gerade aus wie Stein, ist aber Erz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. Das waren, glaube ich, auch schon alle erstmal. Ja, da kommt wahrscheinlich noch mehr die Tage. Oder heute. Oder morgen. So. Das müsste jetzt genau passen. So. Dann können wir nämlich gleich hier weitermachen. Da das hier erstmal so bleibt in der Höhe, kann ich ja anstreben, das hier so zu machen. Und dann machen wir das Ganze so. Und dann passt das alles schon mal ganz gut. Jetzt muss ich nämlich auch überlegen, wie wir das dann machen. Ob ich dann hier gleich noch irgendwie eine Wand reinziehe oder... Ich glaube, das werde ich tun. Ich werde das bis hier machen. Mal überlegen. 4 und 4 sind das, ne? Also machen wir 3. 3 und mittendrin dann 2. Ja, das gefällt mir. Schon wieder am Reihen, ja. Just doing Windows things like a boss. Mit A und W. Boah. So. Das lassen wir erstmal offen. Ob ich dann hier eine Tür reinhaue, weiß ich noch nicht. Ob ich mir so eine Mühe machen möchte, das weiß ich einfach nur nicht. So. Hier auf jeden Fall. Kommt hier ein Nebenzimmer hin. Da können wir dann unsere kranken Sexgeschichten reinhauen. Unsere 7 Betten. Und da haben wir unser Guckloch. Und da kommt auch schon der erste Fatzke angerannt. Multi! Ich springe ja von der Hauswand. Ja, ja. Das hast du ganz toll gemacht. So, wir haben Dreck. Wir haben ganz viel Dreck und Erde, die wir jetzt nehmen. Achso, das ist Hunger. Die wir jetzt nehmen. Und jetzt hier erstmal... Pass mal auf, erstmal haben wir die jetzt weg hier. Die gehen mir auf den Sack. So. Die pflanzen wir dann ruhig nochmal neu. Aber ich brauche ja sowieso irgendwann mal Gummi. Von daher passt das doch eigentlich ganz gut. So, hier können wir das Ganze so machen und hier machen wir das Ganze so. Das sieht schon ganz okay aus. Und dann stocken wir hier erstmal auf. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen langweilig hier, diese ganze Terraform. Aber das gehört ja dazu. Zumindest für mich persönlich, weil ich nicht so der Typ bin, der dann hier die ganzen Techniksachen aufbaut. Guck mal, Mami, ich habe hier einen Pulveritzer gebaut. Sondern, ich versuche dann auch diesen Minecraft-Baustein auch drinnen zu behalten. Also bedeutet, hier und da mal terraformen, da mal so ein bisschen Landschaft anpassen, da mal eben eine Oma überfahren, sowas halt, weißt du? Das gehört sich halt einfach. Wehe, einer von euch hat jetzt gelacht. So. Das ist doch schon mal ganz schön. Ja, ja, passt schon, passt schon, passt schon. Und hier, guck mal, hier ist das sogar schon so weit im Boden drin, dass ich mir gar keine Mühen mehr machen muss. Hier muss man dann einfach gucken, ob man das so lässt.
oder ob man hier aufstocken will. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, ich glaube, so kann man das lassen. Siehst du, da haben wir da unser Haus gedöns. Hier kann ich auch mal eben 5 Eimer mit Lava füllen. Den hier und den hier und den hier und den hier und den und den und den. Und dann haben wir schon mal ganz viel Lava. Aber du hast öfter den gesagt, dass du Eimer hast, Multi. Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Ich weiß nur nicht ganz was. So, pass mal auf, den Eimer nehmen wir hier nochmal weg. Und der Höhenton war gerade einfach nur ein Zeichen, dass das schon wieder so ein schlechter Multiwitz war. Warum gehst du nicht gleich zu Sarazar, du Penner? So. Hier ein bisschen Licht. Da ein bisschen Licht. Ja, das ist schön. So, ich hätte gern Pulverizer gebaut. Problem ist, obwohl, nee, beim Pulverizer brauchen wir es nicht. Problem ist, ich muss mal überlegen, was wir dann nehmen zur Stromherstellung. Da wir hier nicht so leicht RF produzieren können, wie man es in neueren Versionen vielleicht machen kann, muss ich mal eben ganz kurz gucken, was wir nehmen. Ich könnte zwar eine Magmatic Engine bauen, könnte, aber da das mit Lava noch nicht ganz so krass ist. Ja, was haben wir denn an Engines, ne? Oder heißen die hier auch schon anders? Ne, hier sind sie noch nicht normal. Wir haben eine Steam Engine, wir haben eine Commercial, eine Industrial, eine Blue Electric, Steam und Magmatic und, Achso, und die anderen heißen Motoren, weil ich hier normalerweise auf Deutsch hätte. Wir hätten hier nochmal den Lindsay Stirling Motor, den Verbrennungsmotor, das sowieso nicht, und einen Redstone Motor, naja, gut. Ich werde wahrscheinlich einen Steam nehmen, da mir der eher gefällt. Kupfer ist ja mal schnell gemacht. Ein Kupfergear. Mal überlegen, wir brauchen 2 Kupfergears, eine Redstone Transmission Coil ist ein Silber. Pass mal auf, ich baue noch mal einen Ofen. Dann werfe ich da mal eben Silber rein, das wir gar nicht haben. Haben wir kein Silber? Was? Was? Wir haben kein Silber. Tja, was sagt man dazu? Ich würde sagen, zurück zum Zeichenbrett, was? Ja, wir müssen mal eben ganz kurz Silber beschaffen. Dafür sind wir wohl einfach zu hoch. Multi, du hast da Uran übersehen die ganze Zeit. Endlich hast du es mal eingesammelt. Das hier ist kein Silber. Das ist auch kein Silber. Das ist kein Silber. Das ist kein Silber. Das ist Eisen. Oh. 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 Schön. Schön. Der Rest geht mir jetzt erstmal auf den Sack. Bist du. Jump ran. Jump and run. So, wir gehen mal hier runter. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie was finde. In der Hoffnung, dass ich da irgendwas finde. Ist hier Silber. Das sieht aus wie Tin. Das ist ganz viel Marmor. Oh, Creeper. Creeper, Mann. So. Da sind Skelette gespawnt, gleich 2 auf einmal. Dungeon? Fragezeichen. In Klammern bettelnd. Nö. Zufall. Aber Osmium. Osmium nehmen wir mit. Und Edelsteine auch nochmal. Rubine. Ich weiß gar nicht, Rubine, sind das Edelsteine oder Halbedelsteine? Ich weiß das jetzt nicht. So, jetzt kommen wir aber wirklich gleich ungefähr ans Ende der Folge. Ich glaube, ich bin zu hoch für Silber. Hey, junger Mann, können Sie mir sagen, wo ich Silber finde? Oh nein, jetzt habe ich den Enderman angeguckt. Ja. Und droppt nicht mal was, der Arsch, ey. Den gucke ich jetzt vielleicht lieber nicht an. Ich hoffe einfach mal, dass ich so schlau bin, den jetzt mal einfach nicht anzugucken. Wir gucken mal, wir machen Stack Fackeln, weil ich es kann.
Eigentlich kann ich es nicht, aber ich wollte einfach mal protzen. Hier, das sieht doch nach Silber aus. Silber und Blei. Das spawnt ja irgendwie immer in der Nähe. So, das muss auch reichen. Wir brauchen nur ein Silber. Und gekriegt haben wir, weiß ich nicht, 3 oder 4. Und wenn wir dann erstmal, ja, ich weiß, hier ist jetzt ganz viel anderer Krams. Lassen wir jetzt einfach mal stecken. Da die Folge eh fast zu Ende ist, ich will nochmal eben ganz kurz hochrennen. Aber Multi, die Folge geht doch schon länger als 15 Minuten. Ja, habe ich doch gesagt. So hörst du mir zu. Du alter Bachenbendo. Den habe ich schon mal gebracht. So, wir gehen da mal eben ganz kurz pennen. Es ist gar nicht Nacht, es ist einfach nur regnerisch. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.